Hier ist der Nootopia oder auch Fake-Topia Podcast Nummer 60 vom 27. April 2015. Das ist der Tag 70. Bei bewölkten 14 Grad bin ich der Nick the Green und zugeschaltet über Skype ist der Leonardo. Hallo Leonardo. Hallo Nick, mein Bester. Und die Sushi ist für heute entschuldigt aus persönlichen Gründen. Grüße. Grüße Sushi. Ja, großer Skandal heute, über den wir berichten müssen. Hast du deinen Döner schon aufgegessen? Ja, heute gab es den ersten Döner für André. Wahnsinn. Endlich gab es heute Endlich Döner. Nach zwei Monaten gab es mal einen Döner für ihn. Für 3 Euro vom Zesner, Zosner, keine Ahnung, Dönermann. Ja. Und hat gut geschmeckt, oder? Stimmt. Ja. Schön Knoblauch, Zwiebeln, Fleisch. Ja, ich sag mal, ihr müsst mal eine eigene Kochshow machen. Ja, so jetzt mal zu den 4 Buchstaben der Zeitung. Die werden ja morgen eine Sonderausgabe bringen. Wer? Gestern Abend in der Nacht. Ja, darf ich das erzählen, Nick? Wollen wir jetzt schon damit anfangen? Wir fangen jetzt schon damit an. Jetzt schon, ja? Jetzt schon, jetzt schon. Ah, ich merke, es platzt dir aus deinen Nähten, weil das ist ja das Das ist ja das Thema, worauf der Leonardo ja schon von Anfang an spekuliert hat und ich ihn ja immer wieder so in die Seite gepiekt habe. Und so meinte ich, ja, du wartest ja nur darauf und so weiter. Und jetzt ist endlich was passiert und da freut er sich natürlich und kann es jetzt gar nicht mehr aushalten. Also bitte, du hast das Mikro. Ich habe das Mikro. Also alle Menschen unter 18 Jahre bitte weghören oder ausmachen oder cut oder alle da raus. Aber wir machen es mal zensiert. Und zwar ist gestern in der Nacht was passiert. Aber dazu muss ich vor. Aber erstmal erzähle ich und dann erzähle ich danach was ganz anderes. Und zwar es hat so ein bisschen Zoff gegeben, ne? Und dann kam die Vicky, ja, zu Candy und hat sich da so ein bisschen so ausgeheult und und so. Und dann meinte Candy aber: Wieso denn? Warum denn? Was denn? Wie denn? Belinda und Hans haben es gestern miteinander, wie soll man sagen jetzt, die hatten, haben sich, sich gegenseitig geholfen. Ja? Und angeblich haben sie sich gegenseitig geholfen. Und Vicky, nein, das glaube ich nicht. Und Candy, doch. Ich war ja in dem Raum und da gab Candy es... Candy hat die Kerze gehalten, oder was? Ja, Candy hat die Kerze gehalten. Und dann meinte er ja, es gab mindestens einen Orgasmus, wenn nicht sogar 2. Glaube ich nicht. Und sie so, nein, glaube ich nicht. Gott im Himmel, nein. Und sie so, Manu, ich hätte jetzt habe ich aber auch voll Lust, so, ich hätte jetzt voll Bock, so, ich habe auch voll Lust. Und, Moment mal. Sie hat doch gesagt, ihre Schwester hat gesagt, sie soll nicht mit Candy da was anfangen. Hat sie gesagt. Sie meinte, bitte flipp nicht aus, meinte sie. Und wenn du dann ausflippst, aber mach es bloß nicht mit Candyman, ja? Und sie, also jetzt zurück zu Vicky, ich meine zu Vicky, meinte sie, Mano, ich hätte jetzt voll Lust und ich habe es juckt mir voll in die Hose, so, aber ich kann das, habe ich aber nicht gehört und gesehen. Das mache ich doch jetzt selber so, ich tue so, Mann, Nick. Das musst du doch auch sagen. Und Candy so, wieso, warum? Und Vicky, naja, aber ganz Deutschland schaut doch zu und nein, das geht doch nicht. Und Candy so, na, wieso denn? Ich kann mich doch ja so ein bisschen so um 360 Grad biegen, das geht schon. Und Vicky, echt? Traust du dich? Und Candy so, dreht sich nach links, rechts. Ja, ich weiß ja nicht und so. Und auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Es gab auch ein Video, wie Candy in seinem Zug hat ein Tattoo gemacht, ja, auf Vicky. Ja, also liebe Leute, nicht falsch verstehen, er hat ein Tattoo gerade, also im Intimbereich, hat ein Tattoo gemacht. Ja? Also ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Er hat sie oral befriedigt und auch mit den Fingern so. Aber dann kamen immer so komische Geräusche, so
Und dann die so. Und Vicky, ich meine Victoria. Oh. Und dann so, was? Ha, ist das wieder nach, aber natürlich, alles war zugedeckt, man konnte nichts sehen, es war zensiert natürlich. Die waren ja beide richtig schlau. Und so viel dazu. Aber jetzt zu den Fakten. Jetzt zu den Fakten, liebe Leute. Ja? Liebe Talpa, für wie blöde haltet ihr uns? Ganz ehrlich, für wie doof haltet ihr uns? Ich habe das schon vor 2 Monaten, immer wieder, nicht vor 2 Monaten, vor ein paar Wochen habe ich gesagt, morgens der 28. habe ich mich doch geirrt, aber das meiste, was ich gesagt habe, habe ich wieder mal immer in den Schwarzen getroffen, damit sie ihre Quoten hochschauen, damit dann irgendwas passiert, wie die Quoten, die Nominierung und jetzt rumgehopse und rumgehen. Ich will jetzt keine Wörter so sagen oder setzen. Und ich meine, das war von Anfang an schon gefaked. Also Victoria, eine geht zu Sandyman. Ja, okay, um ältere Männer, ja, bestimmt. Und die Belinda, die Pretty Belinda, die geht zu Hans. Auch ein bisschen komisch. Was uns so gerade aufgefallen ist, also mir persönlich, ja, und meinen lieben Kollegen Nick, The Green, ist es auch aufgefallen, als Candy ein Tattoo gestartet hat in seinem Zug da, ne? In sein Wohnmobil, in sein Batmobil, war es komischerweise hell. Ja. Ja? Ist komischerweise hell. Und da kann mir keiner sagen, ey, jetzt dann bei den Leute sagen dann, Leute, seid ihr bescheuert? Das waren doch die Lichter, darum war das zu hell. Man hat gesehen, dass es Tageslicht war. Tageslicht. Ich wiederhole noch einmal, Tageslicht, kein künstliches Tageslicht, kein Außen helles Tageslicht, Tageslicht. ja. Und dann, als wo sie dann fertig waren und wo sich noch Candy sich selbst an sich rumgespielt hat, war es komischerweise Nacht. Also, ich weiß es nicht, ob das vorher dieses geschnitten haben, gemacht haben, getan haben. Und dann, was ich absolut noch von Anfang an noch sagen wollte an die Zuhörer, da hören uns bestimmt und Zuhörer unterschiedlichsten Gruppen, Mann, Frau, von Osten nach Westen, Ossis, Wessis, Ausländer, Nicht-Ausländer, Kojoten, Kasaken, Ratten, was auch immer, junge, ältere. Ich verstehe nicht, wie ihr respektlos seid und im Chat. Ich wollte eigentlich mich dazu nicht äußern, aber rassistische, kaputte, bescheuerte oder sonst irgendwelche oder unter den Dings, Beleidigung von hoch und zehn, nichts gegen Hans, nichts gegen Sandy oder die Elsa oder hier Elsaß-Lothringen oder DRK. Leute, das sind nur Schauspieler, das ist nichts echt, das ist alles gefaked in meinen Augen. Definitiv. Auch das nur damit ihre Scheißquoten, wie schon ein anderer gesagt hat, das ist seit einst ein Dornauge, die wollen die loswerden. Und Talpa versucht alles, die Quoten nach oben zu starten, so dass wie man einen Ständer kriegt, so Goldständer, ja, so 007, Mike Myers oder was auch immer. Und das ist für mich totaler Hünnbug. Ich verstehe nicht, was ich mich auch am meisten gewundert hat heute, alle schreiben, alle machen, alle tun, alle haben gesagt, ich kündige, ich kündige, ich kündige, leck mich am Arsch hier, jetzt habe ich schon wieder sowas gesagt, Entschuldigung, Cut. Da haben alle schon geschrieben, alle Tierbetrug und sonst was, aber trotzdem sind alle noch da. Bisschen auch eigenartig. Verwundere ich mich auch immer wieder. Mensch, dabei bist du so schön gelobt worden. Ich sollte nämlich was ausrichten, und zwar vom Thilo Tucker, der hat uns über Twitter geschrieben. Und der hat geschrieben: Hey, großes Lob an Leonardo von Thilo Tucker. Nutzt er auch Twitter und kannst du ihm im nächsten Podcast von mir grüßen? Habe ich hiermit getan, lieber Thilo. Oh, danke, danke, Tilo. Ja, ich glaube, das Lob wird er zurückziehen, nachdem du jetzt wieder angefangen hast. Nein, ich ärgere mich nur wieder, weil die Menschen verstehen es wirklich nicht oder die Leute. Leute, das ist hier KW Tag und Nacht oder Knastbau, alias Königs Wusterhausen. Das ist alles nur gefaked und ich frage mich ernsthaft mittlerweile, ob man wirklich darüber noch einen Podcast macht oder nicht. Aber wir haben gesagt, wir machen es, also bleiben wir jetzt dabei und wir halten unsere Klappe und unseren Mund und tun mal so, ob nichts gewesen wäre. Wir tun jetzt auch ein bisschen jetzt wirklich was darum heute, aber das kannst du ja danach, weil ich werde dann wieder mich dann auf 180 Grad dann drehen und wenden und tun. Ich nehme es einfach jetzt nur noch gelassen, weil ich sage einfach nur, das war ja, weiß ich nicht, der Ringelpiepsen und Anfassen. Ja, ob das wirklich so echt war, ist auch wiederum eine Sache, stelle ich jetzt nicht im Raum. Aber Es gab ja ja. nicht mal Brüste zu sehen, ne? Es gab es ja gar nicht zu sehen. Man hat man ihren Slip gesehen, ihren schwarzen Slip, dann hat sie noch eine Boxershorts drunter gehabt
Und erst dann hat sich die Rose, also, naja, also weiß ich nicht, ich meine, selbst RTL hatte früher in den 80ern ihre Softpornos besser gezeigt, als was die hier zeigen. Aber warum Ja? meinst du, dass es inszeniert ist? Weil das können sie ja bei der Tageszusammenfassung eh nicht zeigen. Um 19 Uhr. Da ist dann auch Jugendschutz. Nee, Da das können sie können ja sie. höchstens zeigen, wie sich der Bauwagen bewegt. Aber vom Lecken und Fingern wird der sich auch nicht bewegen. Das meinte ich ja mit den Softpornos aus Liebesgrüße aus Bayern, Lederjose juckt oder so, wie diese, Ja. weiß ich nicht. Und Nick, Kann es die nicht einfach stehen. sein, dass der Sandy, der geile Bock, der hat ja schon neulich die Tatjana befummelt, einfach Bock auf die süße Maus hatte und ja. Und sie war auch nicht abgeneigt. Ich weiß nicht, ob die was getrunken hatten gestern. Nick, wie viele Tage ist sie drinne? Wie viele Tage? Na, noch nicht so lange. Drei, vier, fünf. Jetzt 3 Tage? 3 Tage? Und dann juckt es schon? Ein bisschen eigenartig. Und bei Pretty Brinda juckt es auch schon? Und gerade die zwei Außenseiter, gerade die zwei, die letztens auf der Nominierung, also Nick, die stehen einfach mit der Wand. Was? Und die wissen, ich sage, Talpa steht momentan gegen die Wand. Ja, steht mit hinten der Wand. Meinst Ich mit bin nicht dem der Rücken Held. zur Wand? Ja, mit den Rücken zur Wand. Und das ist das, was ich auch schon gesagt habe, schon ein paar Wochen davor. Wenn ihr die ganzen anderen Podcasts mal reingehört habt, dann wisst ihr, wovon ich spreche. Das habe ich schon prophezeit, schon vor ein paar Wochen. Was passieren wird und passieren musste und sollte, in diesem Sinne, Holdriau. Ja, aber ich glaube, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Gestern Also, gesagt, dass das Alpa nicht gefallen lässt mit der Nominierung. ja, da kommen wir ja noch dazu. Aber wir sind jetzt erstmal noch bei den Doktorspielchen hier von gestern Nacht. Mit den Doktorspielchen, das ist eben, ja, war im Ringelpieps und anfassen und gut ist es, mein Gott. Also, Ich glaube nicht, dass Talpa jemand da einen Vertrag unterschreiben lässt und sie zur Prostitution zwingen kann. zur Prostitution nicht. Zur Prostitution nicht. Das ist keine Prostitution in diesem Sinne. Na, wie soll es denn abgelaufen sein? Dann, ich meine, für einen Pornodreh kriegen die Frauen richtig Kohle. Also dann hat sie extra Summe bekommen, oder was? Naja, okay. Ich spiele mal Jackie und du spielst mal Vicky. Okay? Okay. Also, fang mal an, du bist die Vicky. Fang an. Hi, Jackie. Hi, Vicky. Ja, du möchtest rein, ja? Also, du weißt, dass du erstmal nominiert werden musst, damit du überhaupt reinkommst, also im Voting und dann, Ich wollte wenn die ja rein. schon bei den ersten 15 mit dabei sein. Ja, ich weiß, aber wie ich schon gesagt habe, wir haben eine Vorrunde gehabt, eine Ich habe das ja Vorentscheidung immer und verfolgt im Fernsehen jeden Tag und so. wir hatten ja auch noch erstmal eine Schulzweckung gehabt, erstmal eine Probe, paar Probetage, wer reinpasst und wer nicht reinpasst. Du weißt, ich überlasse nichts dem Zufall. So, Jackie, also wenn du da Also du bist reinkommst, doch Jackie. ich meinte, also so Vicky, wenn du da reinkommst, ja. Wenn du da rein, Entschuldigung, ja, warte. So, Vicky, wenn du da reinkommst, bist du abgeneigt oder nicht abgeneigt, so auch mal was, ein bisschen mal was zu zeigen, so oder was zu tun, zu machen? Wie bitte? Nein. Na, du sollst ja nicht in die Kiste springen. Das habe ich jetzt nicht gemeint. Und du sollst dich auch nicht prostituieren, liebe Vicky. Was meinst du dann, bitte schön? Du weißt, ich habe einen Anwalt und überleg es dir gut, was du jetzt sagst, liebe Produzentin. Also, Vicky, du könntest ja vielleicht mit deinem gewissen Pionier mal so tun, nur so tun. Ja, also, du müsstest dann mal, würdest du ein Skript kriegen, würdest du vorher in den Technikraum kommen und dann würdest du so ein paar Anweisungen kriegen, so wie. Du müsstest du sagen, so, Mann, oh, ich hätte mal so richtig Bock jetzt. Und dann müsstest du ein bisschen auf der Tränendrüse rühren, so ein paar Nee, Krokodilstränen, so. das würde ich niemals machen. Das würdest du niemals Ich bin machen? doch keine Nutte. Entschuldigung, das hast du gesagt, nicht ich. Alles habe ich Also, gesagt. Vicky, also laut Vertrag, gewisse Ordnung und so, die müsstest du dann auch einhalten, ne? Also willst du mir jetzt erzählen, liebe Jackie, ich komme nicht in das Camp, wenn ich da nicht rumvögel oder was?
Nee, rumvögeln hat keiner gesagt. Du sollst nicht rumvögeln. Das wollen wir auch nicht. Ach, das wollt Wir ihr wollen, nicht. dass du da nicht rum. Nee, das wollen wir nicht. Du sollst da nicht rumvögeln. Aber du kannst ja so tun, ob du gerade da ein bisschen Ringelpiepsen anfassen machen würdest. Nee, niemals. Niemals? Nee. Da sind Was, 120 was? Kameras auf mich gerichtet. Nee, nee, ganz Deutschland guckt Richtig. zu. Nee, nee. Ja, das ist richtig. Das ist richtig, liebe Vicky. Aber du sollst auch nur so tun. Du würdest ja dafür auch eine Entschädigung bekommen, eine Entlohnung. Das könnt ihr mir gar nicht wieder gut machen, wie ich meinen Ruf hier verliere. Wie du deinen Ruf verlierst, ja? Ja. Aber warum willst du hier rein und warum hast du dann unterschrieben, liebe Vicky? Na, weil ich Ja? doch eine neue Gesellschaft aufbauen will. Ja, dann sollst du auch so tun. Was heißt die neue Gesellschaft? Willst du mich jetzt verarschen? Wie reden Vicky, Sie du denn weißt mit ganz mir? genau, warum du gekommen bist. Du hast gesagt, du willst hier berühmt werden. Und du willst es als Karriere sprungen. Also erzähl mir jetzt das Gelbe vom Ei nicht hier oder erzähl mir jetzt hier nicht hier Frau Holle. Niemals, niemals, ich will niemals berühmt werden. Nein, willst du nicht, ja? Nein. Gut, dann war's nett, danke, tschüss. Ah, du. Psch, du. Ja, was willst du mir jetzt erzählen, Nick? Also so war die Wiki niemals, sondern das kannst du mir nicht erzählen jetzt, ja, ganz Deutschland schaut zu. Wenn ganz Deutschland zugeschaut hat, warum hat sie dann so getan? So. Warte mal, kann ich das mal abspielen? Nochmal abspielen? Nee? Weiß nicht, ob wir die Rechte daran haben. Müssten wir den User fragen, der es hochgeladen hat. Dann spielen wir es nicht ab. Lass es dann. Aber ich würde es gerne so, damit sich aber die Zuhörer und Zuhörer, die würden sich auch, also als ich mir es angeschaut habe, habe ich mich bepisst vor Lachen. Ja? Oder auch die Sprüche, was Sandyman gesagt hat zu Vicky. Ja, morgen mache ich mit dir Liebe, ja? Also morgen spiele ich nochmal, aber richtig, ja? Oh, das war so geil. Oh, ja. Dann hast du 10 Orgasmen morgen. Genau. Und wie viele hattest du schon gehabt? Oh, ich bin mindestens 8-mal gekommen. Sag mal, was hat sie gesagt? Sie ist mindestens 8-mal gekommen. Sie hat nicht mehr gezählt. Blödsinn. Ist doch, mein Hast du es jetzt Gott im wieder Himmel. dazu erfunden oder was? Nein, das hat sie gesagt, wortwörtlich. Hast du es nicht mitbekommen? Hast du sie nicht angeschaut? Nee, wie soll sie dann 8-mal gekommen sein, bitteschön? Naja, das hat sie aber gesagt, das war ihre Aussage. 7, 8 Mal, sie hat nicht mehr gezählt. Das hätte ich gerne mal irgendwo schriftlich. Vielleicht ist ja Candyman nicht umsonst unter dem Namen Candyman. Vielleicht hat er wirklich eine große Zunge, einen großen Penis oder ein Er Glied. hat ja erzählt am Anfang, hat er erzählt, dass die Frauen immer sehr zufrieden waren, er sehr gerne leckt und er aber auch will, dass sie zum Orgasmus kommen. Und meint er, wenn sie nach, weiß ich nicht, 4, 5 Wochen noch nicht gekommen sind, dann meint er, hat er auch keinen Bock mehr. Aha. Na gut, genug jetzt über Sandy, Candyman, Ja. aber das ist Pretty Belinda mit Hans, Davon habe ich überhaupt nichts mitbekommen. dass sie es einen Tag davor, also Samstagnacht, es Nein, das war doch nur, die waren doch nur unter einer Decke, aber da ist doch nichts passiert. Das haben wir doch schon gesagt. War Fehlalarm. ja, aber Sandy sagt was anderes. Ja, dann hätte er die Kehrtseite müssen. Vielleicht wollte er einfach Vicky auch nur eifersüchtig machen oder keine Ahnung. Na, ich weiß nicht. Ich weiß da nicht, du. Ich weiß da nicht. Ja. Er meinte, da war Kat und die haben da Mutter, Vater, Kind Woher gespielt, soll er denn ne? wissen, ob da Kat war? Ah, Nick, Nick, Ja, Nick, also ist es. irgendwie heute bist du auch nicht so gut informiert. Na gut. Ich bin nie gut informiert, nicht wahr? Komischerweise. Es steht doch da, Nick. Willst du es denn? Hast du nicht mitbekommen? Nein, das habe ich mit Heinz habe ich gar nichts mitbekommen. Und dann Na, bin dann ich. lies es dir doch durch, bitte. Ja, habe ich doch. Na, dann lies es doch. Der hat doch geschrieben. Musst du mir immer noch mal zeigen, dann können wir es vielleicht morgen mal, aber ich habe das nicht gelesen. Das habe ich doch gerade eben vorhin vorgelesen. Auch komisch. Naja, jedenfalls war der Tag heute sehr spannend. Also ein neuer Hund ist gekommen. Ist das der Hund von Paris Hilton? Aber gut, den war ja, Nee. der ist ja im Himmel.
Das ist wohl ein ziemlich alter Hund und da sind zwei Mädels gekommen aus Sachsen-Anhalt von so einem Tierschutzverein, wo sie das ehrenamtlich machen und der Hund bleibt jetzt für eine Woche drin und soll praktisch als Werbung, ob den Hund jemand aufnehmen will, weil der schon ziemlich alt und hat schon ganz viele Allergien und ja, die fanden ihn aber alle gleich recht niedlich und aber komischerweise, der Hund hängt jetzt nicht so am Hans wie die Paula. Nein? Nein. An wen hängt der jetzt? An Tatjana? Im Moment hängt er noch an gar keinen. Okay. Gut, aber kommen wir jetzt mal langsam zum Tagesgeschehen heute. Also das war ja wirklich, ich dachte heute Morgen, meine Güte, was ist denn hier los? Ne? Die haben ja, wir dachten jetzt alle gedacht, okay, die haben sich jetzt durchgesetzt damit. Die nominieren nicht, die wählen niemanden raus und die beiden Neuen bleiben drinnen. Und fertig für den Monat. Ne? Haben wir alle gedacht. Aber heute Morgen ging die Diskussion dann schon wieder los, weil Wieso haben wir alle gedacht? Ich habe gestern schon was anderes gesagt. ich meinte ja die meisten. Aha. Ja? Okay. Entschuldigung. Und dann ging aber heute Morgen die Diskussion schon wieder los und Hans meinte, nein, es geht so nicht, wir müssten die Zuschauernominierung mitnehmen. Im Sinne der Zuschauer, die wollen mitgenommen werden und so weiter. Also hat man wieder drüber diskutiert, hin und her, dies und das und letztendlich kam man dann zu dem Entschluss, naja, man würde eine Umfrage starten auf der Homepage und würde die Zuschauer fragen, was könnte man denn alternativ oder was stellen sich die Zuschauer alternativ vor, statt zu nominieren, was könnte man anderes abstimmen oder wo könnten sie sich einbringen. Ja? Und dann man diskutiert hin und her und so und weiter. Jetzt rede ich schon wie du. Und ist natürlich nicht rumgekommen. Dann auf einmal meint der Hans dann, er will aber trotzdem nominieren. Und alle anderen Was will meinten dann, Hans? was? Ich habe dich jetzt akustisch nicht verstanden und Syrer auch nicht. Nochmal bitte. Der Hans meinte, er will aber nominieren und dann meinten die anderen Pioniere, okay Hans, dann nominierst du, entscheidest du. Weil vorher waren nämlich noch Pemen und wer war noch? Pehman und noch irgendjemand waren nämlich im Technikraum und haben die nochmal gefragt, wie das ist. Haben sie gefragt, liebe Produktion, was ist jetzt so mit den Regeln? Wir haben sie gebrochen und so weiter. Und dann haben die gesagt, ja, ihr habt die Regeln gebrochen. Ob es Konsequenzen gibt oder nicht, das werdet ihr sehen. Wir verweisen nochmal darauf, es steht so drin in eurem Vertrag, den ihr unterschrieben habt, im Regelbuch. Einmal im Monat wird nominiert, es kommen zwei neue rein, ein neuer muss nach einer gewissen Zeit raus und der andere, der übrig bleibt, entscheidet, wer von den dreien höchsten Nominierten gehen muss. Und wir verweisen euch darauf, bitte haltet euch an die Regeln. Ja? Da haben wir natürlich alle schon ein bisschen Angst bekommen, so und da, nu, aber die meisten haben gesagt, nein, wir ziehen das durch, aber wir versuchen mit den Zuschauern eine Lösung zu finden. Außer Hans, der meinte, nein, ich will jetzt aber, dass es so gemacht wird. Wir nominieren und so. Und die anderen meinen alle, nein, 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 machen wir nicht mit. Und Hans meinte dann, ja, wieso dann? Wieso wollt ihr noch einmal nicht mitmachen? Payment, du hast doch gesagt, wenn nominiert, dann gehst du mit raus. Gehst du jetzt mit raus oder nicht? Weil Payment meint dann, ja, Hans, ich weiß, dass du mich loswerden willst, aus persönlichen Gründen. Ich habe auch was gegen dich, aber ich will dich nicht loswerden, weil du gehörst für mich so ausgesetzt, gehörst so für mich dazu in mein Utopia. Ja? Da wurde Hans wieder laut, aggressiv und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Also es kam dann darauf hinaus, dass Hans alleine entscheiden sollte, welche von den beiden Mädels rausgehen soll. Weil die anderen wollten ja nicht. Und dann hat, also die anderen enthalten sich, dann gibt es nur eine Stimme und die eine Stimme zählt dann halt 100%. Das sollte Hans dann entscheiden damit. Oh, das ist ja so eine große Last für mich und so, ich kann nicht euch alleine entscheiden und was setzt ihr mir da für einen Druck auf und so weiter. Oh, meine Güte, Hilfe, Hilfe. Ja. Oh, ja. Und komischerweise, ein paar Minuten später, erreicht uns hier Breaking News auf unseren Handys, ja. Und da steht dein, was stand da? Eilmeldung. Eine Eilmeldung, wichtige ein Nachricht kommt Auto, per Kurier. Nachricht, ein Brief, wie ein Kurier kam. Okay, habe ich mir gedacht, okay, was soll das jetzt? Hat jetzt irgendjemand von der Familie oder so geschrieben? Nein, es kam ein Kurier. Da hat teilbar, ja, das ist ja so bescheuert, hat teilbar aus dem Studio hinten, ja, einen Kurier kommen lassen. Ja, der ist dann ganze 20 Meter gefahren zum Tor und hat den Brief dann halt abgegeben. Ich hab's gesehen, Nick. Ich hab's gesehen. Oh, nee. Okay, die machen den Brief auf. Ja, was steht drin? Ja, liebe Pioniere. Also das Gleiche, was eigentlich im Technikraum besprochen worden ist. Ne?
Ja, liebe Pioniere, also ihr müsst euch, die Regeln sind so und so, ihr habt jetzt die Regeln gebrochen, Konsequenzen müsst ihr damit leben, wir sagen euch aber nicht, welche Konsequenzen das sind. Und ihr müsst jetzt innerhalb von 12 Stunden, muss jetzt entschieden werden, wer rausgeht, und nochmal 12 Stunden muss entschieden werden, wer von den Nominierten rausfliegt. Und die also, oh nein, Konsequenzen, ach du Scheiße, oh Hilfe, Hilfe, wir wollen hier nicht raus, wir wollen hier nicht raus. Ja? Obwohl sie noch vor ein paar Tagen gesagt haben, dann gehen sie alle gemeinsam durchs Tor. Ja? So viel mit Gemeinschaftssinn. Und haben sie voll die Angst jetzt bekommen und wollen jetzt heute Abend tatsächlich um 21 Uhr nominieren. Wir haben es jetzt 20:30. Wir wissen es noch nicht genau, wie wir es machen, aber wir werden auf jeden Fall in einer Sondersendung darüber berichten. Richtig? Na, ich dachte, wir machen bis kurz vor 9, dann machst du mal eine Pause und dann gucken wir uns das an und danach berichten wir weiter. Ja, genau, so machen wir das. Also das habt ihr dann heute. Also jetzt, wenn ihr jetzt denkt, dass ihr jetzt was erfahrt, wie die Nominierung ausgegangen ist, könnt ihr ruhig schon mal ja, vorspulen, beziehungsweise auf den nächsten Link klicken, denn das kommt dann in einer weiteren Sendung, das kommt jetzt nicht mehr in dieser. Ne? Gut, was Ja. sagst du dann zu dem ganzen Spektakel? Also erst sollte Hans allein entscheiden, dann wollen sie es doch zusammen entscheiden und sie wollen aber doch nicht rausgehen. Und wen von den beiden Neuen, wer wird wen nominieren? Was denkst du? Was sind deine Meinungen? So viele Fragen. Na nee, ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll, weil wie ich schon gesagt habe, ich weiß nicht, was da echt ist und was da gefaked, gefalscht ist oder sonst was. Für mich sind das die besten Schauspieler zurzeit. Also für mich sind das hier Brad Pitt, Angelina Jolie, Nick Nolte, Danny DeVito, Ich stelle dir Klaus-Maria einfach mal vor, die Brandauer. Nominierungen sind jetzt echt, weil wenn Talpa das gewollt haben, etwas hätte durchsetzen wollen, dann hätten sie durchgesetzt, dass die Zuschauerstimmen zählen. Haben sie aber nicht gemacht. Sie stellen es ihnen ja jetzt nochmal frei. Die Stimmen sind auf Null gesetzt. Okay? Nick, wie ich dir schon gesagt habe, es wird dazu kommen. Ja? Also erstmal, was ich dazu sage, ich finde, es ist sowieso alles nur hirnrissig. Wenn Cut ist, dann wird der eine zu den anderen gehen, da wird Hans zu Payment gehen. Hey, es tut mir leid, war nicht so gemeint. Ja, ich weiß, man ist doch nur alles nur schon, man halt die Klappe sehr ruhig, spiel nach dem Text, man, alles okay. Ich verstehe nicht, Andrea weint sich die Augen raus, dann rufen die einen Anwalt an. Dann haben sich jetzt schon 5 Gruppen mittlerweile gebildet, ja. Hans geht zu Sandyman. Nominierst du mich? Nein, ich nominiere dich auf keinen Fall. Du weißt, dass wir abgesprochen haben. Dann keine 20 Minuten später geht Candy und petzt es dann jemanden anders. Also da blicke ich nicht durch. Also das ist doch schon. Dann hat auch schon Sandy hat überlegt, dass er nur für eine kurze Zeit eine Demokratie ausruft, damit es zum Wohle der Gemeinschaft nutzen sollte, ja. Also es war heute ein Vormittag, ein Kommen und ein Gehen von Gefühlen, von Ekstasen, von Morphasonen, von, ich weiß es nicht, so wollen die 15 Oscars haben, ja? Wie viele Oscars gibt es wie viele Oscars gibt es? Warte, bester Regie, bester Film, Tut bester er jetzt nicht Ton. zur Sache. Aber nochmal auf meine Frage zurück. Also, hättest du es gut gefunden, wenn das Hans jetzt allein entschieden hätte, oder findest du es gut, dass sie das jetzt zusammen? Wow, ich hätte es gut gefunden, warum denn nicht? Wenn alle keinen Arsch, also in Anführungsstrichen, alle haben keinen Arsch in der Hose, in diesem Sinne, ich verstehe auch nicht, warum die jetzt, die sind doch sowieso unterbesetzt, ja? Also spielen wir mal dieses Spiel jetzt, ja? Tu es, ob es alles echt wäre, ja? Wir tun mal so, es ist alles echt, es ist nichts gefaked, ja? Ich meine, die sind sowieso unterbesetzt, ja? Und was will Talpa damit erreichen? Sollen doch die zwei bleiben, die machen doch ihre Gesetze sowieso, wie die wollen. Heute Hü, morgen Hott, Das kommt doch ja? gar nicht von Talpa. Die haben doch nur gemacht, weil die ganzen Zuschauer sich ständig auf Facebook und im Live-Chat aufregen und anfangen zu heulen, weil sie ihre komische Nominierung nicht durchbekommen. Und was soll denn Talpa jetzt, sollen sie sich jetzt noch mehr Leute verscherzen, wenn sie jetzt die Das Pioniere habe ich damit doch durchkommen gestern lassen? gesagt. Das habe ich doch gestern gesagt. Das wird sich Talpa nicht gefallen lassen. Ich habe nur nicht damit gerechnet. Ja? Ich Ja, aber habe du nur nicht meintest damit ja eben, gerechnet. dass dir alles fake, das sind ja Schauspieler. Ja, Ja. aber du widersprichst dich ja gerade selber, weil Ich widerspreche mich nicht. doch. Definitiv nicht. Ich habe gesagt, tun wir mal so, ob es echt wäre. Tun wir mal so. Ja? Es ist alles echt, Nick. Ja? Sagt heute Hü, morgen Hott. Die versuchen ihre Quoten wieder Nee, hochzukriegen, Talpa hat Nick. ja die letzten Tage gar nichts gesagt, die hat ja machen lassen.
Damit die Sie hat es Bolivia ja heute machen ja. lassen. Sie dachte sich, guck mal, jetzt im Klartext. Sie, Warte mal kurz, warte damit mal haben. kurz. Da haben sich ja die Pioniere heute beschwert. Die haben gesagt, ja, warum sagen die uns das jetzt erst? Warum haben die das nicht schon vor 3 Tagen gesagt, als wir damit angefangen haben? Da haben sie ja auch recht. Nick, es ging darum, heute Hü, morgen Hot. Ja? So, wir gucken erst mal, ah, Moment mal, was sagen die Quoten, ah, Moment mal, was sagen die Zuschauer, ah, Moment mal. Und dann machen wir das so. Ja, ist das jetzt verwerflich? Na, das hast du jetzt gesagt, nicht ich. Ist das verwerflich? Nein. Nein? Warum nicht? Weil sonst Warum wieder ist alle es nicht? rumschreien hier im Chat und auf Facebook und rumjammern, weil sie ihre komische Nominierung nicht bekommen haben. Ja, aber Entschuldigung, wenn ich Talpa bin und ich habe das von Anfang an so geplant mit der Nominierung und dann setze ich das jetzt aber nicht durch und tu so und habe nichts gehört und nichts gesehen. Und dann, wo ich dann mitbekomme, dass nach 3 Tagen die meine Zuschauer, wann soll ich loslegen? Jetzt gleich oder? Jetzt. Nick, wie ich dir schon gesagt habe, ich will mich nicht wiederholen. 3 Tage und dann hü hott wie immer schon nochmal und so weiter und so fort. Die haben das jetzt nur gemacht, weil die gesehen haben, oh, Moment mal, die regen sich jetzt hier total auf. Oh, das können wir jetzt doch nicht so machen. Also wir müssen das jetzt ändern wieder. Wir müssen es doch wieder gehen zu Plan A, wie wir gesagt haben. Ja? Und da widerspreche ich mich nicht, Nick. Dass ich dann, das ist kein, weil es ist für mich alles geschauspielert. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, aber dann hätten sie es doch so laufen lassen können. Ja, sie hätten es so laufen lassen, aber sie dachten sich, naja, wir wollen doch, die wollen ihre eigene Gesellschaft, sie wollen da, wir machen doch mal was ganz anderes. Machen wir mal die Maschine C, nicht Maschine A. Ja, aber du kannst mir nicht erzählen, dass sie innerhalb von einer halben Stunde ein komplettes Drehbuch da umschreiben. Natürlich, das geht. Das Ja, geht nicht. Sat.1, die kriegen da nicht Wieso? mal. Das ist nicht Sat.1, das ist Die Talpa. kriegen ja nicht mal Das hat eine mit Talpa. Pastewka-Staffel in 3 Jahren hin. Wie sollen die dann ein Drehbuch innerhalb von einer halben Stunde umschreiben? Das geht nicht. Das ist nicht Sat.1, das ist Talpa. Das ist eine Produktionsfirma, ne? Ja, aber im Auftrag. Und meinst du, Pastewka wird nicht von der Produktionsfirma gemacht? Ja, das ist doch was ganz, ganz anderes. Da müssen ja schon so richtige Dialoge und richtige Sätze gesprochen werden. Nicht so wie bei ich mir und dir und du mir, ich dir, sondern wie bei denen da, ne? Das ist ganz, ganz anderes. Ja, ich weiß nicht, was ich. Also, Wie, was man, meinst du das jetzt? Problem ist ja, sage ich ja oft genug, man kann denen ja gar nichts mehr glauben. Auch wenn man es möchte, man weiß ja nicht mehr, sollen wir euch dann noch vertrauen oder nicht mehr. Nick, da hat heute uns einer einen Kommentar geschrieben. Wie heißt er nochmal? Potterchen, aber der hat gerade wieder geschrieben, dass der Brief heute seine Theorie nun wieder über den Haufen geworfen hat. Warum hat der Brief ihn wieder über den Haufen geworfen? Na, das versucht ihr ja die ganze Zeit zu erklären. Überleg mal. Nee, Nick, das hat damit nichts zu tun. Das sagst du. Sie mussten den Brief schreiben, Nick. Sie mussten angreifen. Sie hätten sie auch, die wussten doch so schon, wenn sie im TK-Raum waren, ja, und hier im Technikraum waren, da kriegen die doch sowieso ihre ganzen Anweisungen. Ja? Ja, es waren ja zwei Aber Leute im damit sie. Technikraum. Warum? Die haben es ja gesagt, eigentlich auch nicht anders als in dem Brief stand. Warum dann jetzt Richtig. nochmal der Brief? Ja, damit sie Transparenz zeigen, ne? Dass es so den Zuschauer verklicken wird, dass es so echt wie möglich rüberkommt. Ja, dafür hätte auch gereicht, wenn Sie es gezeigt hätten, was Pehmann da erzählt hat. Nee, dann wird mir gesagt, naja, da war im Technikraum, ne, und so. Das muss das schon so ein bisschen so auf Papier haben, ne? Schwarz auf weiß. Ja? Ja, das könnte sein. Nee, das ist nie. Es ist alles gefaked. Nicht mehr, nicht weniger. Er schreibt dann auch noch in seinem Kommentar von gerade eben, so langsam weiß ich auch nicht mehr, was ich davon halten soll. Es verstimmt einfach alles, wobei man nicht mehr erkennt, was da echt und was da fake ist. Und das ist ja eigentlich auch genau meine Meinung. Ich bin nicht so wie du, dass ich denke, es ist alles gefaked, sondern ich denke, man weiß es mittlerweile nicht mehr. Und ich will Ja, mich auch nicht. mittlerweile, Nick, mittlerweile, wie ich dir schon gesagt habe, ich widerspreche mich nicht. Für mich ist alles jetzt gefaked. Punkt, aus, Ende. Nicht mehr, nicht weniger. Weil ich nicht mehr glauben kann und nicht mehr glauben möchte, dass es echt ist. Ja? Eben, wer einmal Weil lügt, es den sich. glaubt man nicht, auch wenn er dann die Wahrheit spricht. Weil ich möchte es auch nicht mehr auch glauben. Ja? Ich möchte es definitiv nicht mehr glauben. Ja? Weil. Wie kommen Sie dazu, jetzt auf einmal zu sagen, dass Hans entscheiden soll? Was soll das denn?
Das ist doch gequirtisch. Das ist doch totaler Blödsinn. Wieso? Das kam doch von Hans selber. Er wollte doch unbedingt nominieren. Ja, aber wieso wollte er das umnehmen? Noch vor ein paar Tagen war er noch dagegen. Ja, da hat er doch selber zugesagt. Nee, so viel wie ich weiß, hat er auch schon mit Volker telefoniert und wie die Conny meinte, also weil Kalle konnte es auch nicht verstehen, warum er da so drauf ist. Und sie meinte, nee, nee, da war schon die ganze Zeit auf der Meinung, dass die Zuschauerstimme zählen soll. Ja, das hat ein ganz anderer Grund. Darum meinte ich ja doch, das ist ja was ganz anderes damit, weil Ja, aber weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass es wirklich aus denen selber herausgekommen ist, weil einige wirklich der Hintern auf Grundeis geht und die Angst haben, rauszufliegen. Weil sonst würden die sich niemals so, also das kann ich nicht glauben. Ich glaube wirklich, dass dass das jetzt nicht gespielt ist, sondern das kommt, diese ganzen Verwerfungen kommen wirklich, weil einige Angst haben, dass sie rausfliegen, sonst wären sie alle gegangen. Ja. Und wie gesagt, Taipa kann da auch noch wieso? andere Du, Leute jetzt reinsetzen. widersprichst du dich denn? Du hast doch gerade noch vorhin gesagt, die wollten doch alle rausgehen, gehen alle übers Tor. Und Eben. jetzt hat keiner einen Arsch in der Hose? Keiner Also hat den jetzt Arsch in der widersprichst du dich Hose. doch nicht. Ja. Und deshalb, ja, weil keiner den Arsch in der Hose hat, machen sie jetzt doch mit und halten sich an diese Regel. Vor allem, was ich nicht verstehe. Es wurde ja nur gesagt, Konsequenzen können erfolgen. Das kann ja auch so gemeint sein. Ja, die Konsequenz kann ja auch sein, dass keine Leute mehr zuschauen und das deshalb abgesetzt wird. Dann seid ihr alle raus. Die haben ja nicht geschrieben, es gibt Konsequenzen, ihr kriegt eine Vertragsstrafe oder dies oder das oder ihr kommt einen Tag lang in die stille Ecke oder keine Ahnung. Sonst hätte Taipa doch geschrieben, okay, wenn ihr das weiter, wenn ihr euch nicht an die Regeln haltet, passiert das und das. Haben sie aber nicht. Und ich denke, dass sie eher gemeint haben, die Konsequenzen werden nicht von uns kommen, sondern könnte es sein, dass die Zuschauer euch dann nicht mehr helfen, nicht mehr zuschauen, Entschuldigung, nicht mehr zahlen. Das könnte ich mir ja vorstellen und ich glaube, dass gerade diese Gespräche, die sie dort führen über die Nominierung, einige haben wirklich Angst, einige haben auch Angst, Hans zu nominieren, weil sie Angst haben, dass er dann ausrastet. Ja? Andere wollen natürlich ihren härtesten Widersacher loswerden. Ganz normal, wenn man es jetzt so nach Skript oder im Echt wäre oder was auch immer wäre, aber ich glaube hier gar nichts mehr. Und wenn du schon das ansprichst, ja, dann kann ich dir auch ungefähr sagen, wer wen nominiert, ja. Hast du einen Stift? Gerade jetzt nicht hier im Studio. Dann such mal einen. Das ist jetzt schlecht, weil dann fliegen hier die Kabel durch die Gegend. Da fliegen die Gabel. Also Conny ist stimmberechtigt. Kalle ist stimmberechtigt. Sandyman ist stimmberechtigt. DRK ist stimmberechtigt. Kurzfuß ab, alle Dann sind Bayer, stimmberechtigt. Hans, André, Lennart, Payment, Sebastian natürlich, Elsaß-Lothringen, Lila Kuh, Paddy. Und das war's auch schon. Achso, und Kate. Und Kate kommt noch dazu. Ja. Ja? So, da, Auriza ist ja nicht da. Nein. So, also, Kate wird stimmen definitiv für Vicky, für Victoria. Warum? Nimmst du einen Stift bitte? Ich kann jetzt keinen Stift. Warum will sie? Und vor allem, sie haben ja drei Stimmen. Nee, ich dachte eine Stimme. Drei Stimmen ist naja, wenn Sie jemanden rauswählen wollen. Erstmal wählen Sie doch, wer von den Zweien drinnen bleibt. Nee, ich glaube, heute Abend geht es darum, sich selber zu nominieren, oder? Nein, es geht darum, wer von den Zweien bleibt. Ja, wir haben ja 48 Stunden Zeit. Hast du nicht richtig gelesen? Innerhalb von 48 Stunden muss einer rausgehen von den, Das ist innerhalb jetzt von die Frage. Nominieren Sie jetzt wer von den beiden oder nominieren Sie sich jetzt gegenseitig? Das ist ja jetzt die nee, Frage. wer erstmal, wer von den beiden geht. Glaube Und die ich nicht. Ich glaube, Nominierung. Sie nominieren erstmal sich gegenseitig, weil sonst müssten Sie ja. Sonst würden ja die drei Leute auf der Liste stehen. Nämlich ja die Elsa, Candy und Peman. Und ich glaube nicht, dass die drei Leute wollen, dass sie auf der Liste stehen und deshalb lieber wollen, dass sie nochmal selber eine Abstimmung machen. Nick, es geht darum, wer von den beiden drinne bleibt. Meinst du? Ja. Weil das hätten die doch schon längst machen können dann. Das war doch um Hans, darum erstmal ging es doch um Hans erstmal. Ja, aber dann kam ja der Brief und dann haben sie ja gesagt, okay, na dann machen wir jetzt doch nach den Regeln. Na, wir werden sehen, in einer Viertelstunde
Ungefähr werden wir es sehen. Gut. Na, pass auf, Oh, Sie haben einen Drucker jetzt, ja? ja, da hatten Sie schon vorher. Dann gehe ich mal davon aus, auf den Stufen von 1 bis 3, ja, wird stehen. Ja? Wird stehen. Was denkst du von den dreien? Soll ich es zuerst sagen oder willst du es zuerst sagen? Ja, sag Ich du hab's mal eigentlich. zuerst. Ich sag mal zuerst. Von den dreien wird stehen. Hans. Ja? Hans? Weiter. Ah, so. Bei Payment bin ich mir jetzt eigentlich nicht mehr so ganz sicher, weil ich denke mal, ich werde es auch mal aussprechen jetzt, weil ich denke mal, der TK-Raum, die haben dann ihre Dings bekommen, weil wenn es wirklich echt gewesen wäre und nicht gefaked alles, dann würde es nach so und so würde es ganz anders sehen, ja? Aber ich gehe mal davon aus, ja? Ich gehe mal davon aus, dass Hans entweder Platz 2 einnimmt oder Platz 1. Aber da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Ja? So. Weil das Problem ist, ich will es nicht in die Länge ziehen. Ich sag mal jetzt noch ganz schnell, ja? Hans, Payman und Candyman. Okay, ich denke Hans, Andrea und Candy. Du denkst Hans, Andrea und Candy, ja? Wie kommst du auf Andrea? Warum gerade Andrea? Die kennen sie noch nicht so lange und die hat sich auch noch nicht so viel eingebracht und keiner kommt mit ihr so richtig warm. Klar, meine ich. Also sie kommen natürlich auch nicht mit ihr klar, aber. So, die hängen noch nicht so sehr an ihr, denke ich mal, wie an den alten Leuten. Darum heulst du auch die ganze Zeit, ja? Das weiß ich nicht. Wir sind uns jetzt nicht mal, wir wissen jetzt nicht mal, was ist jetzt eine Nominierung in 13 Minuten? Ist es jetzt nochmal komplett neu oder ist es nur für die beiden? Wir wissen es nicht. Wir sind selber, wir müssen uns überraschen lassen. Na gut. Aber weißt du, was ich mir wirklich wünschen würde? Wenn es wirklich mal endlich mal jemand von der Produktion jetzt auch mal sich ganz ehrlich ein Interview stellt, ein Interview gibt, für eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, kann man ja auf der Homepage, man muss es ja nicht in Sat.1 ausstrahlen, verlangt dich ja gar nicht, dass sie sich wirklich mal eine halbe, dreiviertel Stunde hinsetzen und jetzt wirklich mal reinen Tisch machen, Beweise dafür liefern, was gefaked ist, was nicht, sich dazu äußern. Weil das fehlt einfach. Weil das war bei Big Brother ja immer jede Woche gab es eine Live-Show und da konnte man ja immer so ein bisschen mitbekommen, was auch so in der Produktion abgeht. Das fehlt mir einfach. Die sollten wirklich jetzt mal einmal jetzt wenigstens mal ein Interview machen oder so eine Talkrunde machen, wo dann vielleicht vier, fünf Leute sitzen. Vielleicht jemand von den Produzenten, vielleicht jemand von der Pionierbetreuung, vielleicht noch ein Psychologe und vielleicht noch ein Familienmitglied. Das war ja bei Big Brother in den Live-Shows auch immer so. Waren ja auch immer Psychologen mit dabei oder Familienbekannte und so weiter. Und das aber einfach nochmal erweitern mit jemand von der Produktion. Und das einfach mal, ich weiß, es sind so viele Fragen offen. Vielleicht einfach mal mit den offenen Fragen ein bisschen aufräumen und nicht so, nur so ein PR-Gewäsch, sondern wirklich mal richtig sagen, was kann man sagen, was muss man sagen, was sollten die Fans jetzt wissen. Und können sie auch gerne die Fragen per Twitter oder so annehmen. Und schon wieder ein Cut. Also sowas würde ich mir wünschen. Aber da wird Okay. mein Wunsch wahrscheinlich nicht erhört werden. Okay. So, und jetzt zu Belinda und Victoria. Wenn Belinda gewählt wird, ja, Belinda, dann wird sie sich entscheiden, ja. Was ich mal davon ausgehen würde, bei Belinda, ja, komischerweise wird es nicht Conny sein, nicht, was rede ich da? Wird es nicht Candyman sein. Ich denke mal, Glinda wird die Order bekommen haben, Kalle rauszuschmeißen oder Payman. Wenn es Victoria sein wird, dann wird es definitiv Hans sein. Warum soll die Produktion Payman, das ist doch ihr großer Freund da drinne, warum sollen die den rausschmeißen? Ja, weil die wollen doch Transparenz zeigen. Und die wissen auch,
Und vorhin haben ja, hat sich ja, wo sie in der Gruppe waren, hier DRK, Payman und die anderen, dann hat schon Payman signalisiert, ich bin morgen hier raus, ich habe keine Lust mehr. Ja, Meinte ich. er meinte, er würde, er wäre auch gerne mal für 24 Stunden rausgegangen, meinte er. Ach nee, das war Fadis zwar Vorschlag, dass jeder mal 24 Stunden rausgeht und dann mal sehen, ob wer dann noch wiederkommt. Und dann meintest du ja, wir haben uns ja vorhin auch schon mal privat unterhalten, meintest du ja, na, wer weiß, wer da überhaupt wieder zurückkommen würde. Ich habe gesagt, das würde Talpa niemals zulassen, weil die ganz genau wissen, dass von denen vielleicht 6 oder 7 noch zurückkommen würden und die anderen nicht mehr. Weil dann ihre Familie und Freunde denen gewiss reden, sag mal, bist du wahnsinnig, bist du das Geld? Und die hätten dann keinen Bock, man scheiß auf die paar tausend Kröten, wir helfen dir und dann ist es gut. Ja? Du Du hattest dich machst dich gestern da voll so zum gebessert Horst, mit zum. Fäkalausdrücken und jetzt fängst du wieder so an. Ach so, Mann. ja, okay, ja, Entschuldigung. Also, dann würden die sagen, Mensch, lass doch den Mist, hör doch auf damit. Ja. Na, wir wissen es nicht. Wir sind jetzt ganz gespannt. Wir hoffen, dass sie uns das im Livestream auch zeigen mit der Nominierung und nicht, dass die ganze Zeit Cut ist. Na? Und dann würde ich sagen, machen wir erstmal eine Pause. Okay, wir machen eine Pause. Weil wir wissen ja jetzt sowieso nicht, worüber jetzt überhaupt gleich abgestimmt wird. Von daher ist das ja Quatsch. Und ja, wir laden das dann schon mal hoch. Und ihr hört uns dann auf jeden Fall noch. Das heißt, wenn sie Okay, uns. ganz kurz, Nick. Ja? Wir brauchen keine Pause zu machen, weil es ist Cut. Und alle sagen schon Cut seit weiß Gott wie viel, wie nicht. Nee, der Cut ist erst seit einer Minute. Also, wie gesagt, wenn sie uns das zeigen und es keinen Cut gibt, dann werden wir uns das anschauen und euch dann natürlich davon berichten. Also bleibt einfach auf unserem Kanal und öfter mal F5 drücken, damit sich die Seite neu lädt. Oder vielleicht bekommt ihr ja auch wenn ihr Abonnenten seid, bekommt ihr das ja auch in eure, ja, als Nachricht, wenn da ein neues Video hochgeladen worden ist. Und dann verabschieden wir uns jetzt mal noch nicht so richtig, sondern sagen bis später. Bis später.